Erneut steigen Dutzende Raketen in den Himmel über Gaza-Stadt auf. Abgefeuert von Kämpfern der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad. Es sei die Reaktion auf israelische Luftangriffe mit vielen toten Zivilisten, heißt es, unter ihnen auch mehrere Kinder. Vorwürfe, die das Sicherheitskabinett um Premier Lapid in Tel Aviv entschieden zurückweist. Heute Abend haben Terroristen des Islamischen Dschihad eine Rakete in Richtung Israel abgefeuert, die jedoch innerhalb des Gazastreifens einschlug und auf tragische Weise mindestens 4 Kinder tötete. Israel wird dieser bösartigen Terrororganisation, die Israelis und Palästinenser gleichermaßen bedroht, weiterhin die Stirn bieten. Mehr als 400 Raketen wurden nach Militärangaben seit Freitag aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert. Mindestens 21 Israelis seien dabei verletzt worden. Die israelische Armee hatte zuvor die groß angelegte Militäraktion Morgengrauen gegen den sogenannten Islamischen Dschihad gestartet, der nach der Hamas zweitgrößten Palästinenserorganisation in Gaza. Wir haben terroristische Pläne wie den Abschuss von Raketen und präzisionsgelenkter Munition aus dem Gazastreifen nach Israel vereitelt und werden dies auch weiterhin tun. Wir haben Dutzende von Terroreinrichtungen getroffen, die vom Islamischen Dschihad für die Herstellung und den Abschuss von Raketen genutzt werden. Inzwischen habe man einen Großteil der Führungsriege der Gruppe so wörtlich neutralisiert. Doch auch wenn die israelischen Streitkräfte dabei bemüht sind, durch die Vorwarnung von Zivilisten Kollateralschäden zu vermeiden, fühlt sich die Bevölkerung in Gaza mit ihrem Leid alleingelassen. Von allen Seiten. Ziehen Sie sich an und gehen Sie raus, denn Ihr Haus wird angegriffen. Ist das nicht ungerecht? Doch Israel ist nicht die einzige Seite, die Schuld hat. Auch die arabischen Länder kümmern sich nicht um uns. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen versucht Ägypten zwischen Israel und dem Islamischen Dschihad zu vermitteln. Und auch der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen will sich am Montag mit der erneuten Gewalt im Nahen Osten beschäftigen und versuchen, eine weitere Eskalation zu verhindern.